Jo, da sind wir wieder bei Let's Play Risen 1. Ich habe mich gerade gewundert, stimmt ja, wir wollten ja mit dem Arena-Kampf hier weitermachen. Ja, dann Jetzt machen wir das gibt's direkt, was ne? mit Warte der mal, wir müssen mal eben wieder Gruppenfälle. drauf kommen. Wir spielen jetzt Risen und nicht Hey. Gothic, okay. Ja. Oh. Hat er uns gerade mit einem Schlag 99% unserer Leben abgezogen? Habt ihr das gerade gesehen? Wie wenig leben wir noch? Also ich habe jetzt deswegen direkt wieder neu geladen, weil das war wirklich nur noch 1% oder so. Nice. Fängt ja gut an. So, diesen Sack müssen wir jetzt da noch besiegen, ne? Ja, und dann haben wir dieses Rekrutentraining quasi abgeschlossen. Ich gehe mal eben hier. Wir legen wieder unser Schwert an. Wir haben hier. Wie viele Lebenspunkte? 50 macht das nur. Okay, wie viele Lebenspunkte haben wir denn überhaupt? 200. Wie viele von diesen Zaubern haben wir denn überhaupt? Welcher ist das denn hier? Der hier? Nee. Der hier, einen nur noch. Komm, ich lege hier auf die drei auch nochmal einen mit 100. Ja, warte mal. Ich speichere jetzt hier nochmal. Spiel speichern. So, 0,38. Zack. Weil wir jetzt gleich den Quicksave benutzen werden, falls wir uns hier Jetzt gut gibt's was anstellen. mit der Grubenkelle. So, jetzt positionieren wir uns mal ganz gut. Bam. Oh nein, dammit. Da hat er uns gut getroffen. Nice, der hat gezwiebelt, Junge. Nein. Warte mal, wir sind, glaube ich, ganz gut, wa? So, ich hab mal einen Heiltrank rein. Ah, ich weiß nicht, was wir machen können, wenn wir durchbrechen ja quasi manchmal seinen Block, ne? Was wir dann dagegen machen können. Drei. So, jetzt. Oh, nein! Fuck, wir hatten ihn fast. Scheiße. Das war aber ganz gut. Klar, wir müssen gegen den ein paar Tränke und so benutzen, weil der doch schon gut zuhiebt, weil der irgendwie quasi immer Krits trifft. Ich bin mal gespannt, was der gleich für ein Schwert hat, ne? Das muss doch wenigstens 50 Angriffsschaden haben. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass der so viel Damage macht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier nicht sterben, ne? Toll, jetzt hat er hier draußen gespeichert. Naja, komm, wir versuchen es einfach nochmal Jetzt neu. gibt's was mit der So, jetzt Grubenkelle. immer richtig vernünftig positionieren. Also wir können jetzt auch mit der rechten Taste schlagen. Habt ihr, also das ist jetzt gerade das hier, ist mit der rechten Maus, das also quasi blocken. Oh, du Penner. Ah, dammit. Ich versuche das jetzt gerade mal. Das wusste ich über. Das wusste ich überhaupt gar nicht, dass wir gerade. Also die Schläge, die der von unten macht, das sind die Konterparaden, die aber auch Damage machen können und die wir quasi in einem Intervall schlagen können. Ja, das ist ja mal cool. Also, wusste ich vorher gar nicht, dass sowas überhaupt funktioniert. Weil vielleicht kann man ja dadurch. Man hat ja beim dritten Schlag, glaube ich, immer so einen mächtigen Hieb. Dass man den dadurch Jetzt triggern geht's. kann. Quasi den hier. Den, wisst ihr? Da, der, guck mal, wie viel der abzieht dann. Oh lol, da hat der durch unseren. Nein. Der schlägt doch da manchmal ganz schön schnell zu, aber komm, ich mach jetzt mal einen Hilo Reno hier an den Start.
Ja! Schade. Nein, wie hat der da uns getroffen? Nein! Scheiße! Ich wollte gerade Block gedrückt halten lassen und uns heilen, weil wir da diesen Crit getroffen haben. Verdammte Axt. Ich muss dran denken, dass ich nicht nur Quick lade jetzt hier immer, sondern auch mal den Quick Save benutze. Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade diese Position hatten, dann wir hatten das halbe Leben von ihm weg. Also das geht schon ganz gut. Ich bin nur ein bisschen ungeduldig. Da seht ihr ja gerade, dass ich da so drauf rumhiebe. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Oh Mann. Da wollte ich wieder zu viel. Speichert. Nein! Quick save. Ja! Ja! Ja, wir haben es geschafft, Mami! Bronco-Schwert und wir nehmen ihn aus 100 Goldmesser. Oh, alles nehmen. So sehr. Ich will gucken jetzt erstmal direkt, was der für ein Schwert hat. Ja, okay, 30. Aber das ist jetzt auch nicht so, ne? Na, was sagst du jetzt? Darauf war ich nicht vorbereitet. Da steckt doch irgendein Trick dahinter. Wie konntest du gegen mich gewinnen? Hartes Training, das nun hoffentlich beendet ist. Na schön. Meinetwegen geh zu Vitus. Du hältst sowieso nur die Rekruten vom Training ab. Ach, das weißt du, was mir jetzt gerade einfällt, ne? Wo der gesagt hat, da steckt doch irgendein Trick hinter. Es gibt Zauber, die kann man bestimmt auch kaufen. Die, wahrscheinlich haben wir auch einen. Warte mal, im Lichtzauber, Illusion, Witz, Telekinese, Levitation, Eile. Ne, haben wir gar nicht. Wo wir uns quasi so eine härtere Haut, ne, wisst ihr, was ich meine, dass man einfach mehr Damage aushalten kann, den kriegt man dann. Ja, hat ja irgendwie, habe ich nicht dran gedacht. Naja, okay, können wir nur stärker. Ich dachte, die können wir jetzt hier ein bisschen rumprallen, dass wir den besiegt haben. Hast du noch was? Zeig mir was bei, ich will Erz, Pipapo, interessiert keinen. Frag gut, hast du noch was? Ich will Karton? Es nicht hören. Nö. Hast du noch ist was? Was? Ja, ich will ein bisschen rumprallen, aber irgendwie will keiner mit mir reden. Oh, toll. Mit wem sollen wir quatschen? Mit dem Oberguru hier? Vitus. Nun, Rekrut. Achso, genau. Hemmler ist ermordet worden. Ja, Neuigkeiten sprechen sich schnell rum. Bald weiß die ganze Vulkanfestung davon. Aber natürlich hat niemand etwas gesehen oder gehört. Das erschwert mir die Suche nach dem Mörder. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Prüfe mich, Meister. Du willst geprüft werden? Dann höre meine Worte. Suche Vertrauen und Weisheit im Kampf. Was bedeutet deine Prüfung? Das herauszufinden ist Teil der Prüfung. Ja, cool. Mein Training ist beendet. Das Training eines Kriegers endet nie. Vergiss das nicht. Jedoch darfst du dich nun deinen weiteren Aufgaben widmen. Vince wird dich durchlassen. Geh nun und vergiss nicht, auch weiterhin zu trainieren. Okay, ja, Vince ist gerade hier ein bisschen lückenhaft, wie die hier einen durchschicken, aber naja. Erzähl mir über die anderen, Meister. Meister Pallas kennst du bereits. Er hat dich am Tor empfangen. Die anderen Meister findest du im oberen Bereich der Festung. Illumar lehrt in der Schule das Schreiben der Spruchrollen. Cyrus hat wenig Zeit für eure Ausbildung. Er kümmert sich um die Artefakte. Ignatius, der Weise, ihn findest du vor der großen Halle. Und Meister Abrax, unser Alchemist. Ja? Wo finde ich ihn? Suche nach ihm. Suche nach ihm und du wirst ihn finden. Das ist der alte Kräuter-OP, für den die Novizen, die wir draußen getroffen haben, am Arbeiten war, den man irgendwie am Arsch der Welt in dieser Festung hier nur findet. Aber naja, wir werden ihn schon finden. Frag jemand anderen. Okay, wir gehen mal eben knacken, damit wir volles Leben haben. Und Tag überall, dass wieder, ne, schön hell draußen ist. Ich glaube, es wird nämlich gerade dunkel. Bin mir nicht ganz sicher, aber naja. Ausschlafen. Außerdem müssen wir uns ja noch darum kümmern, dass wir finden oder herausfinden, wer Hemmlars Mörder ist. Und dann müssen wir ja mal mit dem Koch sprechen, weil der, von dem war ja das Messer, ne? Naja, wir laufen hier einfach mal jetzt ein bisschen rum und gucken uns mal um, was haben wir hier? Von einer Kajüte. Was willst du hier? Wo einer drin pennt, hier auch. Rekrut, okay, das könnte eine Küche sein. Oh, wir haben die Küche gefunden. Ich werde dir... Du bist neu hier, was? Ja, ich bin noch nicht lange hier.
steht dir eine Schüssel Eintopf zu. Hier, isst das und dann verschwinde. Oder besser noch, verschwinde erst und isst dann. Das ist ja sehr freundlich. Kennst du diese Klinge? Hab ich noch nie gesehen. Du hast sie dir gar nicht richtig angesehen. Hör zu, das ist nicht mein Messer. Und jetzt verschwinde. Carlson kennt dieses Messer. Was geht mich das an? Er weiß, dass es eins von deinen ist. Bei allen Seeungeheuern, was willst du von mir? Dein Messer ist die Mordwaffe. Das macht dich verdächtig. Ah ja? Vielleicht wurde mir das Messer ja gestohlen. Vielleicht will jemand nur den Verdacht auf mich lenken. Schon mal daran gedacht, du Schlaukopf. Ja, der ist ja freundlich. Schon mal daran gedacht, Fettkloß, dass man das dann einfach sagt, wenn das geklaut wurde. Du Dieb, ich mach dich fertig. Mann, ich dachte, ich könnte den Apfel mitnehmen. Weil Apfel gibt ja Stärke, wenn wir den essen. Aber naja, anscheinend können wir doch nicht die Äpfel so einpacken, wenn die in einem Raum sind, dem jemand gehört. Guck mal, da sehen wir auch einen Meister da im Hintergrund, der anscheinend die Schriften lehrt. War das Illumar? Keine Ahnung. Naja, wir werden jetzt einfach weiter uns die Burg hier oder die Festung angucken. Und ja, ne? Was haben wir hier? Noch ein paar Kajüten, wo die drinnen schlafen. Da war auch noch wer. Geht's hier runter? Andere Seite von unseren Schlafgemächern, glaube ich, ne? Genau. Was haben wir hier für einen Keller? Tür, Tor, keins. Aber da ist bestimmt noch irgendwann ein Geheimgang. Sieht zumindest so aus. Weil warum? Dann hätten sie da auch zumachen können. Ich sehe das ja immer so, ne? Weil die machen meistens nicht irgendwas ohne Sinn. Guck mal, wen haben wir denn hier an? Scheiße Schaufel. Hey, noch nicht lange hier, was? Ich bin Fred. Du kannst eigentlich mal für mich hier weitermachen. Den Mist wegschaufeln? Warum sollte ich? Ich verlange ja nicht, dass du es umsonst machst. Was hast du anzubieten? Ich habe was ganz Besonderes. Eine Flasche herben Feuerrausch. Was ist dieser Feuerrausch? Ein Wein. Einer, den ich an deiner Stelle nicht trinken würde. Warum nicht? Der Keller ist voll mit Weinflaschen. Einige sind lieblich, andere fruchtig, aber alle heben sanft das Gemüt. Das hat Wein so an sich. Aber dieser hier ist was Besonderes. Ein paar Schlucke davon reichen aus, um einen Mann größenwahnsinnig zu machen. Er wird sich gut fühlen, aber er wird nicht mehr merken, was er sagt. Also heb ihn dir für eine besondere Gelegenheit auf. Und wenn du mal selber einen guten Tropfen trinken willst, lass es mich wissen. Hört sich ja gut an, aber ich könnte die Flasche auch einfach kaufen. Du kümmerst dich auch um den Wein. Ich bin sowas wie der Mundschenk der Magier. Ich habe den Schlüssel zum Weinkeller von Meister Ignatius persönlich bekommen. Oh, ich will den Schlüssel haben. Was sagen die Magier dazu, dass du mit dem Wein handelst? Ach, die haben doch ganz andere Sorgen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir sowieso alle dem Untergang geweiht. Warum sollten wir den Wein dann aufheben? Also, wenn du mal Bedarf hast, kann ich dir ein paar Flaschen überlassen. Ich komme darauf zurück. Und wenn du Bedarf an besonderen Fähigkeiten hast, bin ich auch dein Mann. Ach, bei dem können wir so Taschendiebstahl oder so lernen. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Irgendwas wollte ich sagen. Ach, den Wein, genau, den Wein, den können wir bei ihm, glaube ich, kaufen, weil man den Wein für bestimmte Tränke und so braucht. Ich glaube, das ist so, aber naja. Gib mir den Kellerschlüssel. Das ist nicht nur ein schnöder Kellerschlüssel. Das ist der Schlüssel zur Quelle der Glückseligkeit. Dann gib mir den Schlüssel zur Glückseligkeit. Genauso gut könntest du verlangen, dass ich mir das Herz rausreiße. Ich will ihn doch nur mal kurz ausleihen. Das kommt gar nicht in Frage. Besondere Fähigkeiten? Naja, Fähigkeiten, die nicht unbedingt jeder Ordenskrieger beherrscht. Nun sag schon, was du meinst. Ich rede von Geschicklichkeit, vom Schleichen und vom Taschendiebstahl. Alles klar. Okay, wollen wir jetzt so nicht lernen, aber hier? Gib mir eine Flasche. Na klar. Oh, okay, das ist nur die normale. Okay. Warum wurde dir die Arbeit zugeteilt? Gibt es dafür einen Grund? Der Grund ist einfach. Weil es gemacht werden muss. Jeder kann die Scheiße wegräumen. Und ich mache es jetzt schon seit Tagen. Es wird einfach Zeit, dass sich jemand anders um die Scheiße kümmert. Ich sehe mal, ob ich jemanden finde, der dich ablöst. Weißt du was? Ich glaube, ich kann dir vertrauen.
Du lässt mich nicht in der Scheiße sitzen. Hier, nimm die Flasche. Ich vertraue dir. Und noch was. Schnapp dir einen von den Novizen. Die haben doch eh nichts anderes zu tun, als zu fegen. Okay, wir sollen einen suchen, der fegt. Dann haben wir ja direkt schon den, der vor unseren Gemächern am Fegen war. Okay, hier ist nichts. Zack, hier hoch. Okay, die müssen wir knacken. Das lassen wir mal. Ich weiß nicht, ob Fred uns sonst auf die Fresse haut. Wenn der sieht, dass wir hier direkt vor ihm so eine Tür knacken. Naja, hier unten war das doch. Hier hat doch schon einer gefegt. Wo ist der denn? Da hinten? Können wir den ja vielleicht dazu Ablöse holen, ne? Du kannst mal Fred bei der Arbeit ablösen. Was ist das für eine Arbeit? Der Misthaufen. Vergiss es. Toll. Suchst du wen? Kann ich den nicht dazu zwingen? Naja, vielleicht finden wir hier einen. Nee, eher nicht. Vielleicht hier der Kotter oder wie er heißt. Kato. Ich will es nicht. Mann! Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Nein, du sollst scheiße Schaufel gehen, Junge. Verdammt. Dann, ja, hier, stimmt. Er war ja auch noch am Fegen. Du kannst dich mal um den Misthaufen kümmern. Und? Und was? Versteh mich nicht falsch. Ich habe kein Problem damit, mich dreckig zu machen. Es hat halt alles seinen Preis. Was verlangst du, damit du dich um den Misthaufen kümmerst? Harlock, der dicke Mistkerl, macht zwar einen guten Eintopf, aber den kriegt jeder nur einmal. Du willst doch nicht etwa meinen haben. Naja, also am liebsten schon. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Na gut, vergiss den Eintopf. Dann bring mir stattdessen 10 Äpfel. Die sollen ja angeblich auch stark machen. Boah, willst du mich verarschen? Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Jetzt will der 10 Äpfel und nicht diesen Scheiß Kack auf Pudding Kack von dem Sack da. Nö, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ey, die sind viel wertvoller, die Äpfel. 5 Stück. Mann, 10 Stück ist eine Stärke. Oh nö, ich will die nicht abgeben, Fred. Mann, das ist eine Scheißquest jetzt. Manno. Ich will die Äpfel behalten. So, ich muss die Äpfel finden. Das sind 7, habe ich jetzt. Gucken wir, ob denn bei den Schweinen noch einer liegt. Oh, eine Heilpflanze. Sammeln wir eine, wir quatschen ihn mal eben an. Ah, okay, ich dachte, wir könnten uns vielleicht von ihm Äpfel besorgen. Hier ist auch keiner. Kann ich nicht drüber hüpfen, schade. Ich dachte, er macht so einen coolen Move da drüber. So wie über Schwein. So, ja, ich speichere mal eben hier einmal so, zack. Und dann müssen wir einfach weiter die Augen offen halten. 3 Äpfel brauchen wir noch. Ach, hier ist Vince, der lässt uns also durch, okay. Ich habe meine Ausbildung beendet. Nun lass mich vorbei. Dann ist dir von nun an Zugang zum oberen Bereich der Festung gewährt. Ah, cool. Den haben wir vorher gar nicht gesehen, kennengelernt oder sonst irgendwas. Deswegen wussten wir das auch noch gar nicht. Das sieht doch gut hier aus. Sieht doch gesund aus. Was haben wir denn hier? Okay. Kann man irgendwo was drücken? Da, oh, da kann man was drücken. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Weinfass, glaube ich. Lol, direkt einen Geheimgang gefunden. Ja, wisst ihr, hier, das ist glaube ich dieser Hoch, also dieses Ding, wo ich gerade gesagt habe, da geht es bestimmt noch irgendwo hin. Erstmal klauen alles, was hier ist. Rechts, links, verdammt. Links, rechts, verdammt. Links, links, rechts, rechts, links. Der Dietrich ist abgebrochen. Links, links, rechts, 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 links. Geht doch. Bisschen Gold, ein paar Tränke, ein paar Bier. Was haben wir hier? Telekinese und ein Goldbrocken. Nice. Ja, wie gesagt, bei Gothic-Risen ist einfach nichts umsonst. Und wenn da schon so ein Weg ist und dann runter in so ein Kabüffske, ne? Dann ist das schon, wäre schon mega außergewöhnlich gewesen, wenn da jetzt nichts gewesen wäre. Und nochmal. Links, links, rechts. Dietrich ist abgebrochen. Mann, links, 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 rechts, rechts, rechts. Jawohl. Zack. Was haben wir hier? Oh, auch nicht schlecht. Wein vor allem. Jetzt guck hier. Zutat für Tränke. Wasser, Goldbrocken. Auch nicht schlecht. Ich speichere mal eben. Wissen ja jetzt nicht, ob wir hier gleich einen treffen, der uns dann verprügelt. Okay, hier ist nichts außer eine Truhe und eine Tür.
Vielleicht die Tür, die wir hätten aufbrechen können, dabei Fred. Links, links, Mann. Links, rechts, links, Mann. Links, rechts, rechts, links. Abgebrochen. Links, rechts, 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 links, links. Mehr falsch geht gar nicht. Rostiges Schwert. 6 Äpfel, Mama. Haben wir die Äpfel damit zusammen? Können wir die doch direkt abgeben? Haben wir die Quest auch erledigt? Ja, die Quest durch die Tür gehen wir jetzt mal nicht. Hinterher kriegen wir einen auf die Fräse. Wir hüpfen einfach hier wieder durchs Weinfass. Können wir die Tür zumachen?